Eigene Helme, Rucksäcke und Schutzausrüstung, das ist bisher nicht selbstverständlich. Doch das Parlament hat der Truppe jetzt schon einen Schluck aus der Finanzpulle dafür genehmigt. Fast alle sind sich einig, die 100 Milliarden Sondervermögen sind nötig. Doch Geld alleine ist es nicht. Dazu müssen auch die Prozesse beschleunigt werden. Auch die 100 Milliarden Euro können nicht in den hergebrachten Verfahren ausgegeben werden. Das Vergaberecht muss vereinfacht werden und wir brauchen in der Bundeswehr weniger Bürokratie. Das heißt endlose Prüfungen selbst bei bewährtem oder auch teure Selbstentwicklungen wie der A400M, anstatt gängiges auf dem Markt zu kaufen. Das ändert sich gerade unter dem Eindruck des russischen Einmarsches in der Ukraine. Die Drohnenbewaffnung ist bereits beschlossen und wird umgesetzt. Zu den F-35 Kampfflugzeugen führen wir Vertragsverhandlungen mit unseren amerikanischen Freunden. Und die Entscheidung für den schweren Transporthubschrauber steht kurz bevor. Ein Problem bleibt das Personal. Die Bezahlung wird zwar besser, aber Beruf und Familie passen vielerorts immer noch nicht zusammen. Wenn wir mehr von unseren Soldatinnen und Soldaten jetzt und in der Zukunft verlangen werden, dann ist es unabdingbar, dass wir auch bessere soziale Rahmenbedingungen schaffen, in denen sie ihren Dienst entsprechend ausüben können. Die Union verlangt, dass das geplante Sondervermögen nicht dazu dienen darf, Löcher im Wehretat zu stopfen. Wir müssen dauerhaft mehr als 2% des BIP in die Bundeswehr investieren. Das erwarten unsere Partner, unsere Verbündeten, aber genau das erfordert auch die aktuelle Bedrohungslage. Die Gesprächstermine mit der Ampel dürften bereits fest im Notizbuch von Friedrich Merz stehen, aber alle sehen den Bedarf. So ist die Frage wohl kein Ob, sondern nur noch ein Wann, bis das Sondervermögen steht.